Hallo und herzlich willkommen zurück. So blond. Wir haben letztes Mal ja den Zauber zu Ende gebracht. Yippie-pua. Die Also wir haben Luft das. ist viel frischer als gestern. Es scheint, als sei die ganze Insel richtig energiegeladen. Ja, wahrscheinlich haben die Leute doch ein bisschen gespendet. Gestern haben wir ja die Zauberpulverformel zu Ende gebracht. Und jetzt können wir hoffentlich in Richtung One-Eye, oh, zurücklaufen. One-Eye, die Macht der Inselkontrolle wegnehmen. Hoffe ich, denke ich, schätze ich. Und uns überlegen, wen wir als nächstes zum Herrscher machen wollen. Das heißt Herrscher. Laufe ich auch so. Direkt zum Marktplatz gehen können. Egal. Wir waren lange nicht mehr bei der goldenen Lichtung, weil wir nicht hinkonnten. In der Nacht. Und mal nachfragen, wer so gespendet hat. Offensichtlich gibt's ein neues Plakat. Hallo, Dulce. Ich kann es nicht glauben. Was? Was können Sie nicht glauben? Nicht Sie. Okay. Lassen Sie mich mal sehen. Wozu denn all die Aufregung? Oh mein Gott, das ist die Ankündigung einer Heirat zwischen Morgan und One-Eye. Und die Hochzeit soll schon heute Nachmittag stattfinden. Ob Juan das wohl weiß? Ich sollte mich besser um ihn kümmern. Gut, vielleicht wollen Sie heiraten. Wer weiß das schon? Vielleicht war das schon immer Ihr Wunsch. Ein Traum. Wahrscheinlich eher nicht, aber für den guten Zweck der Insel. Oder so. Wer Macht haben will, muss leiden. Dad wollte einen Kronleuchter. Das muss die Tür zum. Ja. Ja, danke. Juan, weißt du Bescheid über. Über die Hochzeit? Ja. Ja, ich weiß. Kannst du denn nichts dagegen tun? Was denn, Sunny? Was um Himmels Willen soll ich denn dagegen tun? Lass mich einfach mit meiner Arbeit hier weitermachen, ja? Wegen des Resorts. Bitte verfolge deine Pläne dafür nicht weiter. Was bleibt mir denn sonst noch? Abgesehen davon habe ich gar keine andere Wahl. One-Eye hat darauf bestanden, mein Geschäftspartner zu werden. Aber du wirst nie irgendwelche Touristen hierher bekommen. Die Außenwelt weiß doch gar nichts von dieser Insel. One-Eye hat mir versichert, dass er sich darum kümmern würde. Dann plant er bestimmt, den Fluch nach der Hochzeit aufzuheben. So sieht es wohl aus. Wenn du nichts dagegen unternimmst, dann vielleicht ja Morgan. Geh ruhig zu ihr, wenn du willst. Aber überbring ihr ja keine Grüße von mir. Juan, ich weiß Bescheid über deine Eltern und wie du aufgewachsen bist. Javier hat gesagt. Er hatte kein Recht, dir davon zu erzählen. Die Inselbewohner glauben, du hättest sie verraten. Eine Partnerschaft mit One-Eye würde alles nur noch schlimmer machen. Hinaus! Mimimi. Mein Gott. Oh, nicht so grantig direkt. Ich hab gar nichts getan. Müssen wir noch zu dieser Morgaine laufen. Ja, auch nur am komplett anderen Seite der Insel sitzt und nichts tut. Außer sich auf eine Hochzeit wahrscheinlich vorzubereiten. Aber trotzdem erstmal dahin.
Nee, nicht Mannschaftsquartier. Unterdeck. Sie sieht ja glücklich Morgan. Aus. Sunny? Was machst du denn hier? Warum hast du nach all dieser Zeit jetzt doch zugestimmt, One-Eyes Frau zu werden? Er hat gedroht, Juan zu töten, wenn ich es nicht tue. Seit Hunderten von Jahren habe ich ihn geschützt und jetzt plötzlich hat One-Eye herausgefunden, dass... Ja, du liebst Juan. Ja, das tue ich. Aber ich habe es nie gewagt, meine Liebe zu gestehen, damit er nicht getötet wird. All die Zeit über habe ich sein Porträt in einer Schublade versteckt. Wirklich? Zusammen mit einem Drohbrief von One-Eye, der mich daran erinnert, was nicht sein darf. Ja, vielleicht ein paar Missverständnisse. Es tut mir leid wegen dem Brief, Morgan. Warum sollte dir das leid tun? Ich habe One-Eye von dem Porträt und dem Brief erzählt. Du warst an meinem Schreibtisch? Nein. Ich habe... Du hast Juans Leben in Gefahr gebracht, du kleines Miststück! Hallo? Bitte, wenn es irgendetwas gibt, das ich... Raus? Du hast schon genug getan. Raus hier! Und wenn ich dich bei der Hochzeit zu Gesicht kriege, bringe ich dich um! Ja, also, ne? Unser Score von... Ich habe alles kaputt gemacht. Die einzige Möglichkeit, um das wieder gut zu machen, ist One-Eye die Kontrolle über den Fluch zu nehmen, bevor die Hochzeit stattfindet. Offensichtlich mögen mich die Leute mittlerweile sehr groß. Meine Taten sind ragend gewesen. Hallo Sansha, was machen Sie denn? Hallo Sunny. Ich grüble nach einer Möglichkeit, wie man die Hochzeit zwischen Morgan und One-Eye verhindern kann. Da habe ich schon eine Idee. Ich hoffe nur, die kostet uns nicht alle das Leben. Haben Sie Atabey geholfen? Ich bin zusammen mit 50 Leuten hinunter zu den alten Ruinen gegangen. Dort haben wir dem Inselgeist Geschenke dargebracht. Das hat sicher geholfen. Die Insel scheint heute schon viel lebendiger zu sein. Glaubt ihr denn, das reicht? Im Augenblick schon, aber wir müssen Atabey dauerhaft helfen. Und mit etwas Glück kann ich gleichzeitig auch One-Eye stoppen. Ich helfe euch so gut ich kann. Was haben Sie denn da auf dem Tablett? Das ist Morgans Geschenk für One-Eye. Er besteht darauf, dass sie vor der Zeremonie Geschenke austauschen. Und? Was schenkt Morgan ihm? Ein Glasauge. Das ist das Auge, das One-Eye vor vielen Jahren verloren hat. Wie kommt es, dass es noch so gut erhalten ist? Das liegt wohl am Fluch. Ich habe es von Atabey bekommen. Damit er die Kontrolle über den Fluch verliert, muss One-Eye sein Auge wieder annehmen. Ich verstehe. Ihr wollt dieses Auge gegen das Glasauge tauschen. Genau. Mit Ihrer Hilfe setzen wir diesen Plan in die Tat um. Ich habe noch ein anderes Problem. Damit der Zauber wirkt, muss ich bei der Hochzeit dabei sein. Aber Morgan hat gedroht, mich umzubringen, wenn ich dort erscheine. Dann braucht ihr eine Verkleidung. Als was soll ich mich denn verkleiden? Als Altar vielleicht? Wer witzig? Nicht als was, sondern als wer. Vielleicht findet ihr ja jemanden, der nicht zur Hochzeit gehen kann und dessen Stelle ihr einnehmen könnt. Vielleicht. Oh nein, zum Strand wollte ich nicht. Hallo, Amadeo. Rechts. Sucht, ey. Ich dachte, es steht vor mir. Ich habe gedacht, ich bin blind.
Befehl von One-Eye. Ich soll dich in die Mine bringen, damit du dich nicht in die Hochzeit einmischen kannst. Haben Sie denn keinen eigenen Kopf zum Denken? Ach, halt die Klappe! Amadeo, lauf und erzähl Juan davon! Wenn er sich einmischt, wird es mir ein Vergnügen sein, ihn mit bloßen Händen zu töten. Amadeo! Ihr müsst Sunny helfen. Diablo bringt sie in die Mine. Irgendwie scheint sie Schwierigkeiten magisch anzuziehen. Aber was kann ich denn schon tun? Ihr seid der Bürgermeister. Ihr müsst doch etwas tun können. Sie hat doch immer nur versucht, uns zu helfen. Da hast du recht. Ich kann die Inselbewohner nicht schon wieder im Stich lassen. Okay, wir spielen One diesmal. Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Okay, wir müssen erstmal. Was kannst du mir sonst noch darüber sagen? Ich war gerade an der Kreuzung, als Diablo kam und sie einfach wegbrachte. Nun gut. Nein, wartet! Ich weiß auch, dass sie einen Plan hatte, um One-Eye zu stoppen. Ich brauche vielleicht ein paar kräftige Arme. Amadeo, wo ist Maria? Sie wird wie immer auf der goldenen Lichtung sein. Danke. Nun tu mir einen Gefallen, drück dich auf dem Marktplatz herum und halt Augen und Ohren offen. In Ordnung? Mach ich. Maria, würdet ihr mir helfen, Sunny aus der Mine zu befreien? Nein, die Wachen werden auf uns schießen, wenn wir versuchen, näher zu kommen. Wir müssen einen Weg finden, wie wir ohne Verdacht zu erregen an ihnen vorbeikommen. Wenn ich uns an den Wachen vorbeibekomme, helft ihr mir dann? Nur, wenn ihr Plan auch gelingt. Ich sehe mir die Mine mal an und arbeite einen Plan aus. Hey. Willst du wohl endlich aufhören, um dich zu schlagen? Wir haben ja eine Ewigkeit gebraucht, bis wir hier waren. Glauben Sie etwa, ich lasse mich hier so einfach herschleifen? Ich lasse mich von niemandem herumkommandieren. One-Eye macht mir das Leben schon zur Hölle. Jetzt fang du nicht auch noch damit an. Sie sollten sich wie ein Mann verhalten und nicht wie ein Botenjunge. One-Eye behandelt Sie ja wie einen Hund. Halt deinen Mund! Oder du schmeckst meine Faust. Ihr zwei da, macht das Tor auf. Die Wachen tun, was Diablo ihnen befiehlt. Wenn ich mich als er verkleide, dann komme ich mit Maria zusammen in die Mine hinein. Dazu bräuchte ich aber ein graues Hemd, ein violettes Kopftuch, eine Weste und einen Ohrring. Vielleicht finde ich ja alles, was ich brauche in Diablos Höhle. Das kann nur Diablos Behausung sein. Alles hier drin ist riesig. Ich beeile mich besser. Wenn Diablo mich hier erwischt, bin ich so gut wie tot. Gut, dann wissen wir ja, was wir das nächste Mal zu tun haben. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!